machen heute, also ich mache mit Mika-chan zusammen heute meinen Fragen-Artbook. Und also wir bearbeiten die Fragen so von unten nach unten durch. Ich meine, es ist jetzt längst überfällig, das ist schon seit einem Monat locker auf MSP. Und ja, Gut. ich fühle mich jetzt wie bei Günther Jauch. Die 50-Euro-Frage. Ja. Sweet Maus fragt, womit nimmst du auf? Oh Gott, das ist so schwer. Nein, okay. Ich nehme mit XSplit auf. Und Das Bearbeiten wollte ich ja gar nicht wissen, aber ich mach's trotzdem nochmal. Das Bearbeiten tue ich mit Movie Maker, aber das ist auch irgendwo auf meinem Kanal. Also wenn du meinen Kanal verfolgst, ja, dann weißt du das. Okay, jetzt kommen wir zur 100-Euro-Frage. Oh. Oh. Dö-dö-dö-dö. Drady fragt, warum schenkst du Menschen etwas, obwohl sie dir nichts wiedergeben? Um meinen guten Ruf zu bewahren. Ich meine, es gibt ja auch einen guten Ruf. Ich meine, warum? Keine Ahnung, ich schenke einfach irgendwas und ja. Es ist so! Oder was würdest du dazu sagen? Ich mach's einfach, weil ich sozial bin. Das wäre jetzt meine Antwort gewesen, ne? Weil ich sozial bin, ja. Das ist eine gute Antwort. Ich bin gerade nicht auf das Wort sozial gekommen. Es ist nicht in deinem Wortschatz vorhanden. Okay. Kaito Kid fragt, was ist dein Lieblings-Pokémon? Mein Lieblings-Pokémon. Pikachu. Sieht man ja auch nicht auf dem Bild, ne? Aber ich finde eigentlich auch Flamara, also ich mag eigentlich fast alle. Alle, die süß Okay. Herzchen Black Girl 17 Herzchen fragt, was bedeutet dein Name auf MSP? Keine Ahnung, hat der eine Bedeutung? Weiß ich nicht. Kannst ja mal googeln. Nee, also sie hat ja nicht gefragt, woher ich den habe. Ich weiß nur, dass ich den einmal, also ich bin ja auf so eine Schule gegangen und da waren ganz lauter crazy people. Und nicht crazy people im guten Zusammenhang, sondern im negativen Zusammenhang. Und von irgendwem, der hat das mal, von dem habe ich das irgendwie aufgegriffen. Okay. Panda Pandora 2323 fragt, Nee, die überspringen wir. Nein. wie sehr magst du uns? Was ist mit uns gemeint? Sie ist schizophren. Weiß ich nicht. Können wir ja mal fragen, wenn sie schon Kleider aus MTs weiter verschenkt. Nein, okay. Was ist uns? Ja, also alle, die nett zu mir sind, die mag ich ganz, ganz dolle. Für die habe ich ein Herz. Ne? Also, da passt die Annie, die man auf meinem Artbook sieht. Stimmt. Ja. LDS Shadow Lady Herzchen fragt, warum haben dich alle lieb? Hast du Geschwister? Und wenn ja, Kannst wie du heißt jetzt du? mal Eine Frage stellen und dann sagst du einfach, wie uns sie fragt. Doch. Oh, sorry. Warum haben dich alle lieb? Herzchen. Ja, weil ich nett bin und nicht betrüge, ne, würde ich mal sagen. Und immer Geschenke verteile. Hast du Geschwister? Und wenn ja, wie heißen sie? Hat sie auch noch gefragt. Ja, nee, ich habe keine Geschwister. Und wenn ich welche hätte, würden sie, ach nee, das war gar nicht die Frage. Und sie hat dich ganz doll lieb oder sie hat dich gegoogelt, du Loser. Wir wissen es nicht. Was? Ja, HDGDL, hab dich ganz doll lieb. Ja, wer weiß. So. Josiline, Ausrufezeichen, Ausrufezeichen, Ausrufezeichen fragt, bist du in real ein Emo? Nein, also ich bin eine Mischung, also das klingt ganz komisch. Also wenn du bei real einkaufen gehst, bist du dann emotional? Und sie fragt auch, wie ist denn dein richtiger Name? Finja, ich glaube. Das habe ich auch schon mal erwähnt. Jetzt wissen das alle. Ja, ich erzähle aber nicht meinen ganzen Namen. Sunny Boy fragt, wie viele Accounts hast du? Zu viele. Okay. Die Also, Frage. warte, die Frage kann ich auch noch vernünftig beantworten. Ich habe einen Hauptaccount, dann noch einen Ersatzaccount, und zwar Joeline. Also Herz, ne? Keine Ahnung. Also so auf der Klammer, also dieses Herz, aber dann nochmal mit einer 3 dran. Und dann Joeline und dann nochmal mit 3 dran. Ich schreib sie auf jeden Fall unten rein, nochmal meine Accounts. Und dann habe ich noch einen Account mit meiner Freundin, und zwar Janes Melody. Danke nochmal, dass ich den bekommen habe. Ich glaube, das war von Pico-kun. Ja. Weil der war nämlich noch VIP und ich habe den bekommen gegen so ein paar Sachen. Ich habe auch gesagt, hier, ne? Ich gebe dir noch das, kannst dir noch was aussuchen, weil, ne? Der war auch schon Level 10. Und während ich gesperrt wurde, habe ich ihn auf Level 11 gebracht. Und dann Ja. habe ich noch ganz viele Accounts, mit denen ich immer Zeug schenke. Okay, Sag also ich es ja gibt dann ganz immer. viele Emo-Cast-Accounts. Ja. Aha, aha. Und irgendwie diese Kesha 2000 wollte ich dazu nochmal sagen. Falls du das siehst, wenn ich sage, mach einen Jungs-Account, dann mach keinen, der Emo-Cats und dann eine Zahl dahinter hat, weil das sind meine Accounts, die sind für mich reserviert, okay? Puh. Tipp, tipp.
Ja, weil sie behält den ja dann. Und das will das nicht. So. Machen wir weiter. Milkshake X3 fragt: Ich weiß, diese Frage ist dumm, aber wie heißt die Musik? Welche Musik? Rechts unten die du im Arti eingeblendet hast, die ich jetzt ausgemacht habe wegen Copyright. Ja, Copyright, da kannst du eigentlich drauf scheißen, weil ich habe nämlich beschleunigt. Okay, wird mir nicht angezeigt. Ich glaube, das erste Lied ist. Ich weiß es nicht. Ich müsste dafür jetzt eigentlich meinen Browser neu starten, aber ich weiß es nicht. Wir fügen es einfach ein. Wir schreiben es dir. Ich schreibe es unten in die Kommentare. Ich schreibe es unten in die Infobox. Also, wenn du es wissen willst, schreibe ich dir das erste auf jeden Fall in die Infobox, das zweite auch noch. Und dann, ich habe das falsche geöffnet. Und dann sehen wir weiter. Ich nehme mal die Freundschaftsanfrage in der Zeit an. Okay. Sommerstella Glitzer 11 fragt: Wie bist du auf MSP gekommen? Das ist eine ganz lustige, kurze Geschichte. Nein, die ist nicht kurz. Aber früher, so als ich so ein kleines Kind war, nein, also nicht klein, aber ich glaube da. Wie alt war ich? 2009. Also ich bin der Meinung, 2009 bin ich auf MSP auf jeden Fall gekommen. Nehmen wir mal meine hässliche Maus aus dem Bild. Da, keine Ahnung, habe ich halt irgendwie mal so gefunden, die Internetseite, weil ich war so viel im Internet unterwegs und irgendwann findet man sowas, wenn man so Langeweile hat und dann so googelt, ähnliche Seiten wie Panfu. Oder lustige Seiten. Und dann kommt meist MSP. Also kam früher MSP. Und früher war MSP halt auch noch lustig. Okay. Und sie hat auch gefragt, und wie findest du MSP? Ja, MSP hat sich zum Schlechten verändert, ne? Also über MSP kann ich nichts Gutes mehr sagen, seit sie mich grundlos gesperrt haben und mir 50.000 andere Gründe genannt haben. So. Moment. Rote Schnure fragt: Wie alt bist du? Ich bin 17. Und wie lange bist du schon auf MSP? Ja, seit 2009. Ich bin der Meinung, seit 2009. MSP gibt seit 2009. Ihr könnt mir auch was Falsches bilden. Also mein Account, den man noch sieht, der ist von 2011, Januar 2011. Aber der wurde gesperrt von MSP, weil MSP kacke ist, weil er gehackt wurde. Und ja, ich hatte davor aber noch einen anderen. Bin ich der Meinung. FB Becker VIP fragt: Warum magst du MSP? Und warum bist du fast immer VIP? Ich mag MSP, keine Ahnung. Also momentan habe ich so einen kleinen Hass gegen MSP entwickelt. Deshalb hatte ich auch keine Lust aufzunehmen übrigens. Keine Ahnung. Weiß ich nicht. MSP geht eigentlich mittlerweile wieder voll klar eigentlich. Aber MSP zockt Kinder ab. Das wollte ich nur mal so sagen. Ich bin fast immer VIP, weil nicht VIP sein langweilig ist. Weil du da recht wenig machen kannst, finde ich. Und das ist so schade. Ich finde, man sollte sich das VIP übrigens verdienen können. Keine Ahnung, für so und so viele Spielstunden kannst du dir VIP einlösen. Finde ich besser. Naja, da könnte man ja auch theoretisch den Rechner die ganze Nacht laufen lassen, ne? Naja, aber du musst schon was tun, das meine ich. Das ist ja auch eine dass Idee. Dass es berechnet wird, dass du was tust. Das geht ja auch, das ist technisch möglich. Okay, machen wir weiter. Liz2705 fragt: Bist du schon mal in Berlin gewesen? Da war noch ein Lachsmiley, glaube ich, hinter. Ja. XD, glaube ich. Nee, so ein weinender Lachensmiley so. Ja. Ja, ich war in Berlin. Da gibt's, ich glaube. Ich war schon mal in Berlin. Öfter. Berlin. Wir fahren nach Berlin. Da gibt es einen richtig kleinen Süßigkeitenladen, ne? Echt? Mit Süßigkeiten aus aller Welt. Aber der ist echt klein und echt teuer. Deshalb bestelle ich mir die, wenn ich ein Konto habe, im Internet. Soll auch keine Werbung für den sein. Aber wir sind durch Berlin gegangen. Also ich war einmal mit meinen Eltern und einmal mit einem Kumpel, der nicht mehr mein Kumpel ist. Mein Kumpel Freund Christian. Sorry. Nennen wir jetzt ihn Günther. Ja, Günther. Ja, Günther hat mich dahin gefahren. Weil wir, was haben wir in Berlin, ich weiß nicht mehr, was wir in Berlin gemacht haben. Ich glaube, wir waren in Berlin auch auf, ich glaube, wir haben, in den, als wir uns getroffen haben, waren wir, glaube ich, auf 6 Weihnachtsmärkten oder so insgesamt. Auf 6 verschiedenen, davon waren 3 in Berlin. Ach du Scheiße. Ja, aber ich fand's eigentlich ganz lustig, das war mein Rekord, glaube ich, an Weihnachtsmärkten. War okay. Mal was anderes. Ja, ne? Gut, machen wir weiter. BBX33 fragt: Was sagst du zu dem Konflikt mit Erika, das Model? Das hatten wir gestern irgendwie schon, ne? Ja, das hatten wir gestern schon. Also, wer es genau nochmal wissen will, was ich gestern dazu gesagt habe, der muss
entweder schon bei Mika gucken auf dem Kanal, ich glaube, da hast du es schon. Ja. Oder noch ein paar Stunden warten, beziehungsweise, wenn ich dieses Video hochlade, habe ich das MSP-Video wahrscheinlich schon hochgeladen. Und da steht das eigentlich drin. Aber ich kann dazu noch kurz zusammenfassend sagen, es ist unnötig, Leute, kümmert euch um euren eigenen Scheiß. Ich glaube nicht, dass sie es getan hat und Ende. Ich glaube nur, dass sie, dass sich Leute so in den, ins Licht stellen wollen, ne? Weißt du, was ich meine? Im Vordergrund. Ja, im Vordergrund, so. Ja. Ja. Und außerdem, haten macht die Leute nur noch beliebter. Ist so. Und heben sie so noch mehr vor. Das ist wie jetzt, ob ich jetzt Emo-Kiss auf meinem Account haten würde, dann würden auch alle ihre Videos gucken, um zu gucken, ob das stimmt, was ich sage. Also Leute, haten ist dämlich. Ne? Ja. So, Shelly Melly fragt, wie oft warst du schon VIP? Warte, das können wir nachgucken. Wie viele Tage oder wie viele Male? Wie viele Male? Wie viele Tage, weiß ich. Kann man auch nachgucken. Die Tage kann man nachgucken, ich weiß aber nicht, wie viele Male man nachgucken kann. Du musst bei meinen Zahlungen einfach gucken, kannst ja dann nachzählen. Bei deinem was? Ich habe schon 2 Seiten, das ist schon 3 Seiten. 4 Seiten. 5 Seiten. warte, jetzt muss ich gucken. Zahlung erfolgreich. 1. Das erste Mal war am 18.07.2015, kann ich euch auch genau sagen. Für 9,99 €. Woohoo. Ich wollte euch sagen, wenn ihr euch VIP kauft, dann kauft es euch auf dem iPad. Das ist günstiger. Günstiger. Nochmal so ein Cent billiger. Das ist Cent billiger. Kein Spaß. So, sowas wie Silberpaket zählt ja nicht, ne? Nee, nur richtig VIP. Dann am 29.08. für 13 €. 2, 3... 4. Ich sollte meinen Finger auch bewegen, wenn ich zähle, aber ich sollte aber nichts in der Hand haben. 5 Mal. Ja, das ist aber noch recht überschaubar. Ja, aber wenn du so guckst, was ich hier noch so zwischendrin bezahlt habe, dann ist das echt teuer. Ja. So mal 40 mal 7. Und dann habe ich noch bei einer Freundin ich glaube 3 oder 4 Mal bezahlt schon. Für 13 immer. Okay. Und dann habe ich noch, echter Name Stink eh schon mal bezahlt und meinem Account auf dem UK-Server und nochmal Duoline VIP gekauft. Also eigentlich bin ich voll arm durch MSP. Ach ja. So. Aria Hamann fragt, wie viele Sterne würdest du MSP geben? 1 bis 5. Kann ich die Sterne mal aufsplitten? Du kannst auch 3,5 machen. Ja, aber in Sachen Fairness würde ich sagen 1. Weil guck mal, sie wollten mir das nicht wiedergeben. Und ich habe echt noch 50 Minuten beides gehabt. Hm. Ich habe nämlich gestern im Video nachgeguckt und ich werde das auch nochmal hochladen und MSP nochmal anschreiben. Mir egal, ob sie mich dann nochmal sperren. Aber dann kann ich die auch locker verklagen. Und dann für, ja, in Sachen wieder, also irgendwann wird's langweilig, aber ich würde MSP so 3,5 geben, ja. Okay. LivRoni15 fragt, du hast jetzt die Chance, berühmt zu werden oder alles, was du willst, zu bekommen. Was wählst du? Ich nehme alles, was ich will, bekommen, weil dann, weil berühmt sein ist ja doof. Die haben ja meist so einen Absturz, so Drogenabsturz und so. Und wenn ich extrem falsch. Oh, Drogenabsturz durch MSP. Ich bin auf MSP fame. Ich spritze mir jetzt erstmal Crystal Meth. Ja. Genau. Das ist Anspielung. Nein, okay. Die Frage ist, wurde das auf MSP bezogen genommen oder auf nicht MSP bezogen? Ich glaube allgemein berühmt werden. Ja, genau. So eine Fame-Bitch. Deshalb habe ich das ja auch gesagt. Du hast das auf MSP bezogen genommen. Ja, Mann, das ist. Sie fragt das auf MSP, sorry. Auf MSP bezogen würde ich auch lieber. Ich glaube, da würde ich auch lieber nehmen, alles, was ich will. Dann würde ich einfach sagen, ich kriege ja alles, was ich will. Kann ich sagen, ich will in die Highscore-Liste. Ja, dann ist ja alles, was ich will. Da kann ich ja auch sagen, dass ich berühmt sein will. Weil ich kriege ja alles, was ich will. Ja, stimmt. Ja. So. Boah, die Paola hat ganz, ganz viele Fragen gestellt. Heißt ja. Sie nur Paola? Warte. Paola Maria irgendwas. Paola Maria 1000. Ihre erste Frage ist, was ist dein Lieblingswort auf Englisch? Soll ich aber überlegen? Was ist dein Lieblingswort auf Englisch? Peanut Butter Jelly Time. Oh ja. Ja, okay, das ist auch mein Lieblingswort auf Englisch. Ich kann nicht drauf.
Sorry. Peanut Butter Jelly! Peanut Butter Jelly! Jetzt habe ich wieder 30 Jahre Zissel nach einer Midi und so mit Peanut Butter Jelly. Super! Kann ich ja gleich da gleich durch die Psychiatrie da durchgehen. So. Sie fragt auch, oh, was ist dein Lieblingswort auf Deutsch? Schule ist es nicht. Was ist dein Lieblingswort? Mir würden jetzt wüsteste Beschimpfungen einfallen, aber die haben in einem Video für MSP ja, nichts zu suchen. Deshalb will ich mein Lieblingswort gar nicht sagen. Weil das ist auch eine Beschimpfung. Wir zensieren das als einfach so mit Denkeln ein Pieps und das war jetzt ihr Lieblingswort auf Deutsch. Ja. Sie fragt auch noch, wer oder was ist dein Idol? Mein Idol? Das ist Mika. Nein, okay. Ja, es hat aber gedauert, ne, bis du lachst. Ich habe kein Idol, ehrlich gesagt. Ehrlich gesagt, nein. Es ist immer so eine Mischung von jedem bisschen, ne? Du hast so ein Styling-Vorbild, so in die Richtung, so Idol. Ja, aber ich weiß gerade nicht, wie sie heißt. Das ist echt bitter. Angelina wird mich köpfen. Lina wird mich köpfen. Das ist auch, glaube ich, ihr Vorbild gewesen. Du weißt, wen ich meine, ne? Ich glaube schon. Ja. Es klingelt nicht. Ja, warte mal. Ich guck nach. Ach, keine Ahnung. Das klatsche ich euch auch unten rein. Ich vergesse das, was ich unten rein klatschen wollte. Ich muss das Video am Ende angucken und dann weiß ich das. Okay, gut. Wieso siehst du auf deinen Bildern so cute aus? Weiß ich nicht. Warum sehe ich so cute aus? Keine Ahnung. Weil ich mich schminke, dann sehe ich nicht aus wie ein Zombie. Same feeling here. Nee, also, die meisten Bilder entstehen übrigens, sind immer nach der Schule entstanden. Deshalb gucke ich dann immer so bedröppelt und das ist dann wahrscheinlich das Cute, keine Ahnung. Ich bin halt cute, nein, ich finde mich selber, also wenn ich mich selber so betrachte, finde ich mich überhaupt nicht cute. So. Kescher 2000 fragt, wieso machst du so gute Videos? Ja, weil ich toll bin. Ja, warum mache ich, weil ich Fame bin, nein, weil ich gute Videos, warum mache ich gute Videos? Sag du doch mal, warum ich so gute Videos mache. Weil du frei raushaust, was du denkst. Ja. Ich meine, ich schreibe mir kein Skript, ja? Und dann lese ich das vor, das Skript so. Ja, hallo Leute, wie geht es euch? Mir geht es gut. Ich habe heute... Weißt du, so. Oh mein Gott. Paola fragt nochmal. Was ist dein Lieblingsgeschäft? EMP. Ja, EMP. Aber vom Preis her ist es nicht EMP, vom Preis her ist es Primark. Primark und dann Männerabteil. Oh ja. Da gibt es immer mega geile T-Shirts. Ja. Ich trage ja auch gerade eins von Assassin's Creed Syndicate. Das ist mega toll, ich liebe das. Das passt irgendwie. Hast du gesehen, ne? Passt zu meiner Adidas-Hose, ne? Richtig Asi-Look mit Adidas-Hose. Paola Maria fragt schon wieder, was ist dein Lieblingsnagellack? Ich blende nachher ein Bild ein. Okay. Stella Sonnenschein 999 fragt, kennst du Haarsternchen? Was? Ob du Haarsternchen kennst? Alter, was? Ist das nicht deine heimliche Affäre? Steht der nicht bei dir im Kleiderschrank? Okay, was soll der in meinem Kleiderschrank stehen? Soll der sich so in Stücke geteilt haben oder was? Das ist eine Kommode. Ja, aber wir können im Kleiderschrank stehen, ja? Also das ist eine Kommode von Ikea und die ist durchgebrochen. Unten die Böden sind durch. Ich hab voll Angst, dass meine Strumpfhose da durchrutscht und dann durch eins dieser Löcher. Oh ja, das klingt ganz falsch. Okay, ja, aber das sind so schöne, so Totoro-Strumpfhose und so. Bevor es jetzt noch perverser wird. Oh Mann. Kitty Babe 60 fragt, was machst du denn so als Hobby? Ich bin hobbylos. Nee, was mache ich? Normalerweise, man glaubt es nicht, aber ich fahre Longboard. Ich bin nur letztens voll auf die Fresse gefahren. Ja, ich faile Longboard, kann man das so nennen. Und ich glaube, Longboard! Ja, ja. Ich meine, Longboard fahren kann ja auch ein Hobby sein, obwohl man es nicht kann, ne? Vielleicht ist dein Hobby ja, dass du dich maulst. Ja, vielleicht ist mein Hobby maulen. Nee, mein Hobby ist Videos aufnehmen. Das ist auch ein Hobby. Ja, YouTube halt, ne? Ja. So, jetzt kommen nur erstmal Fragen von Paola, das sage ich jetzt nur mal extra zu. Also, Paola fragt, hast du dir schon mal die Haare gefärbt? Nein, das ist meine natürliche Haarfarbe mit diesem Ansatz. Sexy. Was ist deine Lieblingsfarbe? Meine Lieblingsfarbe? Schwarz, ich trage so lange schwarz, bis irgendwas Dunkleres gibt. Was ist dein Lieblingstier? Mein Lieblingstier? Pikachu. Achso, warte, das gibt's ja echt nicht. Ich hab so viele Katzen, sind toll. Sie sind flauschig, aber Ratten sind auch toll. Also, weiß ich nicht. Okay, also es gibt keine Definition vom Lieblingstier. Ja, es ist so. Okay. Kannst du mir jetzt spontan ein Lieblingstier nennen? Ratten. Ja, gut. Aber ich finde Ratten und Katzen cool, was sich irgendwie beißt, ne? Die können aber auch zusammenleben. Ja, können. Müssen aber nicht. Okay, mach weiter. Okay. Was ist dein Lieblingsmotto? Carpe diem. Carpe noctem. So.
Ja, also wer meine Lebensfotos lesen will, der kann auf meiner Facebook-Seite gucken, in meinem Lebenslauf. Ich glaube, also nee, da kann man doch hier so auf Info gehen. Lebenslauf. Lebenslauf. Bis ja. zum Leben 18. Nee, und da stehen halt ganz viele Mottos drin, die ich mega toll finde einfach. Da fehlt noch Carpe Noctem übrigens. Steht auch auf meiner Musikbox, steht auch Carpe Noctem. Gab's meiner Bravo so einen Sticker. Was ist dein Lieblingsstar? Ich hab keinen Lieblingsstar. Aber doch, die ist ja auch Star, ne? Du weißt, wen ich meine, sie ist ja auch Star, ne? Okay. Ich meine, man kann ja auch ein Vorbild haben und einen Lieblingsstar, obwohl man halt, ne, den Namen gerade mal nicht kennt. Man kann ja auch irgendwie... Ich bin halt schon ein bisschen dement, weißt du? Hey Kids, ich bin dement, lass mal fett feiern. Okay, wo denn? Ich weiß nicht mehr, wo ich wohne. Wisst ihr das noch? Stell dir vor, ein Torpedo, so ein dementer Pedo. I take you to the candy shop. Okay, wo denn? Ich weiß nicht mehr, wo ich wohne. So, was ist dein Lieblingslied? Was ist mein Lieblingslied? Ich hab viele. Dann lass liegen, Alligator. Das ist gut. Ja, ne? Das ist wirklich gut. Oder nicht? Ja. Wenn dir der geröstete Panda nicht schmeckt, lass liegen. Pandas mag ich übrigens auch. Ja, ne? So also, Kategorie Lieblingstier, am besten geröstet. Oh, böse. Entschuldigung, der musste jetzt kommen. Aber ich mag nicht Crow, zur Info. Auch wenn Crow-Lieder kommen, die hören sich in gepitcht nicht schlecht an. Kann man machen, aber Crow ist nicht... Also ich mag Pandas, aber nicht Crow. Was ich schlimmer als Crow finde, ist Young Delay. Oh, yeah. Entenvergewaltigung. Der macht einen auf Udo Lindenberg und kannst nicht. Udo Lindenberg ist dagegen gut. Also ich bin nicht Udo Lindenberg-Fan, aber ich find's nicht schlecht. Ich finde Udo Lindenberg auch nicht schlecht. Du spielst das Cello. Genau, das kann man sich manchmal ganz gut hören. Wie kamst du auf die Idee zu diesem Arti? Ja, ihr stellt mir immer so viele Fragen und außerdem will ich mal so mit so 158 oder 59, 100, keine Ahnung, mit meinen Abos, mit meiner, naja, nicht sehr hohen Abozahl, aber mit meiner erhöhten Abozahl wollte ich mal bisschen Info über mich geben, weil ich das sehr sinnvoll finde. Dann wisst ihr auch, wer ich bin, wenn ihr überhaupt abonniert. Ja, finde ich doof, über YouTube kannst du ja die Person nicht so richtig kennenlernen. Klar, ein bisschen, ja, aber nicht viel. Ja. Ein englischer Star will dich küssen. Was tust du? Ich würde ihm eine ballern. Ja, was? Das ist die Möglichkeit, einem englischen Star eine zu ballern. Also vorausgesetzt, er ist halt scheiße. Wenn er halt cool ist, dann, ja, weiß ich nicht. Dann würde ich einfach so sagen, nee, ich bin zu fame dafür oder so. Live for Music fragt, magst du eher englische Lieder oder deutsche? Liebe Grüße. Das kommt drauf an, würde ich mal sagen. Ne? Es gibt deutsche Lieder, die sind echt gut, wie Schrei nach Liebe und Lass liegen. Da gibt es aber auch englische, die gut sind. Aber die deutschen kann man besser mitgrölen. Ja. Ich weiß leider nicht mehr, wie du aussiehst. Ballermann, kann man gut mitgrölen. Also besoffen sind deutsche Lieder echt besser. Ja. Aber du kennst hier Peter Wackel, ne? Ich kenne nicht deinen Namen, ne? Ja. Das haben die bei uns in der Schule mal gegrölt und seitdem habe ich den Ohrwurm. Oder hier Karneval, kann man auch immer super mitgrölen. Ich meine, ich mache jetzt selber Braunschweiger Karneval Beste. So. Der warst du da schon mal? Nee, ich war noch nie in Braunschweig. Ich muss dazu sagen, ich war da noch nie. Dann gebe ich dir mal eine Einladung. Wir müssen mal zusammen auf den Braunschweiger Karneval gehen, wenn der Braunschweiger Karneval ist. Weil eigentlich ist immer langweilig. Christian Vlog. Ja. Der ganze Vlog. Nee, finde ich eine gute Idee, oder? Ja, ist abgemacht. Ja, schön. Weil das letztes Jahr wurde ja leider abgesagt, ne? Echt? Ich hab das gar nicht mitbekommen. Was? Alter, das haben die sogar in Turkmenistan mitgekriegt. Am Arsch der Welt haben die das sogar gepostet. Das waren voll die fetten Schlagzeilen. Braunschweiger Karneval wegen Terrorwarnung ausgefallen. Ach, das Ding. Ja. Und ich meinte dann so zu meinem Vater, eigentlich müsste man ja jetzt mal in so Terroristenkleidung, also in so typische Afghanistan-Kleidung kommen, ne? Das ist ja momentan eh so ein böses Thema, ja, ey. Ja, pass auf. Und ein paar Stunden später auf Facebook gab's ein Bild von einem mit so Jägermeister-Gürtel. Böse. Böse, böse, aber gut. So, machen wir weiter? Ja. Okay. Sophia Sarah fragt, denkst du, die Zahl 666 ist eine Teufelszahl? Nein, ist meine Zahl. Liebst du Einhörner? Ja. Das Monster ist dein Kuchen. Was tust du? Das Monster fragt, ob ich auch was bekomme. Ja, es frisst ja deinen Kuchen. Ja, aber ich teile das dann einfach mit dem Monster. Finde ich korrekt. Ja. Magst du Mangas? Ja. Aber ich habe nicht viele hier stehen. Also ich habe ein paar Sailor Moon 1 bis 5 oder so. Und dann halt noch halt andere. Kann ich auch nochmal Bilder einblenden. Aus der Zeit, wo halt von Euro von D-Mark auf Euro gewechselt hat. Das steht halt hinten drauf, wirklich. Ab dann und dann so viel Euro. Such Retro. Das ist voll cool. Das hat auch nicht mehr jeder. Nee. Das waren meine ersten Mangas, ne? Ach, meine ersten Mangas habe ich auch noch stehen. Meine ersten waren 16 Stück gleich. Für 10 Euro oder so habe ich mal auf dem Flohmarkt gekriegt. Mhm.
So, Julia fragt, bist du ein Einhörner, ein Einhorn? Ja, ich bin Einhorn. Weil Einhörner sind cool, genauso, weil Einhörner cool sind wie du. PS, ja. Ich bin auch eins. Nein, du bist keins, aber ich bin eins. Ja, nicht ich, sondern Julia, ne? Ja, aber, ne, also sie guckt, also ich hoffe, dass sie dieses Video guckt. Wenn nicht, sind das alles Luschen, die diese Videos nicht gucken, weil, warum stellen sie mir dann Fragen? Ja, ne? So. Also eigentlich müssten es 100 Leute so circa gucken, das Video. So, Marceline Vampire Queen fragt, magst du Kuchen? Ja. Ich warte ja auf eine bestimmte Frage, ja? Du weißt, wer, hast du selber, nee, du hast keine gestellt, ne? Ich habe keine gestellt. Ich habe gewartet, ob dir noch irgendjemand stellt. Jetzt habe ich es vergessen, sonst kriegst du sie am Ende von mir. Ja. So, was hörst du für Musik? Alles. Wie es mitkriegt, alles. Aber nicht Schlager. Schlager ist ganz schlimm. Also Schlager und so ist ganz schlimm. Aber was noch geht hier ist Andreas Gabalier, aber auch nicht so. Also kann man nur, wenn man angetrunken ist. Danke. Wir gehen hier mal ins DAX in Hannover. In die Bierbörse. Da werden nur Schlager gebracht. Aber wenn man angetrunken ist, geht das bestimmt auch. Keine Ahnung, ich war noch nie so richtig angetrunken. Das erste Mal war ich aber angetrunken auf meinem 15. Geburtstag. Sehr gutes Vorbild bei meinem Nachbarn. Ach du Scheiße. Ja, sind wir rübergegangen und haben getrunken. Meine Mutter hält mir das immer noch vor. Wir wollten eigentlich gar nichts trinken, der hat uns abgefüllt. Ich glaube, ich habe 6 dieser Kaffeebecher, ne? Und du weißt ja, wie groß die sind. Oh. 6 getrunken. Und dann immer diese Kaffeebecher halb voll mit Likör. Und das 4-mal oder so. Ach du Scheiße. So selbstgemachten aber, ne? Der war so schnülle, ne? Das war das erste Mal, dass ich in meinem Leben Alkohol getrunken habe, ne? Und wir wurden abgefüllt, wir wollten nicht mehr. So, machen wir weiter. Ja, schon wieder so eine Frage, die man falsch auffassen könnte. Ja, sperrt einfach. LOL Black LOL 7, wie heißt du in Real? Also wenn du dich in ein Real stellst, wie lautet dein Produktname? Mit Ikea hätte ich es lustiger gefunden, ja? Dann hätten wir jetzt Schwedisch gegoogelt, ja? Nee, dann hätte ich Björn gehießen. Björn? Es gibt bei Poco, glaube ich, eine Gardine, die heißt genauso wie ich. Das ist so ein Rollladen oder so. Lass mich mal gucken, wir haben hier ein Poco. Gab es zumindest mal. Kein Spaß. Was war die Frage? Einfach nur, wie du in Real heißt. Hab ich doch schon gesagt. Ja, das soll egal. In Real würde ich Nutella heißen. Okay. Erdbeere in Rot fragt, wenn du ein kleines Nagetier wärst, welches wärst du wohl? Warte. Das dachte ich mir. Ja, was wärst du denn? Ich wäre auch eine Ratte. Ja. Siehst du. So. Bad Girl meint. Die fragt nicht, die meint. Ich glaube, du bist das letzte lebende reale Einhorn auf dieser Welt. Ja, glaube ich auch. Hashtag Emma, Ausrufzeichen, Hashtag fragt, hast du in real einen Freund? Also wie heißt das Produkt, was neben dir steht? Das Produkt, was neben mir steht, ist Nusspli und Nusspli ist scheiße. Bunny Hase fragt, bist du mit dir zufrieden vom Äußeren her? Ich meine, wer ist jetzt mal ohne Flachs, wer ist mit seinem Äußeren zufrieden? Miki123 fragt, wie groß bist du? Ich glaube 1,66 oder 1,67. Oder 1,665, weiß ich nicht, das ist voll lang her, dass ich mich gemessen habe. Okay, wer ist dein bester Freund auf MSP? Auf MSP? Ja, seht ihr ja, das ist da, ne? Also. Aber es sind noch mehr. Also einer ist voll schwer. Bester Freund oder beste Freund? Also können wir beides, oder? Beides. Ja. Ja, hier, ne? Also Mika ist es nicht. Nein. Oha, okay. Mach nein, du bist es auch. Ich glaube, hier, warte, ich mach hier mal auf, warte. Ja. Ich weiß gar nicht, warum Legoland Discovery Center mit mir zusammen ist. Also ich bin mit dem Legoland Discovery Center zusammen. Weißt du noch? Wie mit der Leine, oder wo ist das? Hallo, ich plädiere jetzt auf meinen Eintritt, ja? Ja, einfach dafür, dass ich es erwähnt habe. Ja, ne? Werbung gemacht, ja? Ja. Ne, also einmal hier, seht ihr ja hier, diese drei. Und? Sarah. Und? Benni. Wolfi. Auf jeden Fall. Ich habe bestimmt irgendwen schon wieder vergessen, aber es tut mir leid, ihr wisst, dass ich euch lieb habe. So, Dia4 fragt, wer ist dein Lieblings-YouTuber, YouTuberin? Also komm, das ist ja jetzt wohl eine doofe Frage, oder? Das kann man sich mit dem Bild irgendwie gar nicht erklären, was du hochgeladen also, hast. Es ist einmal Unge. Aber ich habe mehrere. Also Musician ist auch ganz cool. Und ja. Alle ist auch mega geil. Musician ist so toll. Ich habe gestern, während ich das Video geschnitten habe, Musician Asphalt 8 geguckt. Ich guck momentan von ihm Tomodachi hoch und runter. Ja. Einmal Fangirling, er kommt nämlich eigentlich aus Hannover. Ne? Ja, das weiß ich. Ah. Er wohnt auch momentan, glaube ich, noch in Hannover. Nee, Berlin.
Momentan in Berlin, ja. Jetzt also, geht's wieder um. Ich hoffe, jetzt geht's wieder nach Hannover. Das glaube ich nicht. Gronkh hat ja auch mal in Braunschweig gewohnt. Und ist nach Köln gezogen. Aber er darf nicht nach Köln ziehen, also. Gronkh hat Braunschweig verraten. Dieser bitterböse Unterton. Mausgirl Cat fragt: Magst du die Kawaii-Power? Ja, Mann! Nein, also ich bin auch überhaupt nicht Kawaii immer angezogen. So, Türkis 8888 fragt: Einhörner oder Dreihörner? Und warum? Das muss ich an gestern denken, an das Let's Play. Ja, ich auch. Das war jetzt drauf. Ich bin für Einhörner. Ja. Dreihörner ist ein Dino. Ja. Für mich ist Dreihörner ein Dino. Okay. Und ich mag Dinos, aber ich finde Einhörner toller. Weil die pupsen reden würden. Abi Häuschen fragt: Magst du Röcke lieber oder Hosen? Hosen. Echt? Ich trage nur Röcke. Ja, aber ich Röcke und Leggings. Also zu Hause lieber so Röcke. Also, ja, Leggings ist für mich aber auch eine Hose. Ich bin eine Zeit lang in die Schule gegangen und hatte immer nur Leggings und ein langes Oberteil an. Und ich hab so eine Dragon Egg Leggings, ne? Die ist so geil. So Drachen, Schuppen, richtig toll in so Türkis. Vivian 555 LOL fragt: Hey, wie lange hast du schon deinen YouTube-Kanal? Keine Ahnung. Steht doch auf YouTube, oder? Okay. Bestimmt 2011 oder so. Wahrscheinlich. Ich hab alles 2011 gehabt. Ja, dann, ne? Nehmen wir jetzt einfach 2011. Könnt ihr ja nachgucken. Aber leider ist mein erstes Video nicht mehr auf der Seite, weil ich sie gelöscht habe. Weil ich habe mich einschüchtern lassen von Leuten auf der Schule. Dann habe ich sie gelöscht. Oh Mann. So. Miki123 fragt: Wann hast du G-Tag? Ich glaube, sie meint Geburtstag und nicht dein G-Punkt, aber wann hast du Geburtstag? Ja, dann würde ich mal sagen: Hast du noch nie hast du noch nie in mein Profil, in meine Biografie geguckt, weil da steht's drin, nämlich der 12.8. Okay, jetzt wird's interessant. Wen liebst du am meisten? Shirin, David oder Daggy B? Darf ich kotzen gehen? Ich kenne die alle nicht. Ich kenne Daggy B nur von... Oh mein Gott, ich habe einen neuen Lip. Kennst du Doggy B? Ich will das gar nicht wissen. Das ist mir zu verwehren. Das ist wirklich mal... Bitte, bitte, bitte. Okay, mach ich nachher. Ich meine, überleg doch mal, was Daddy uns geschickt hat in die Gruppe am Ende noch. Mit den Melonen. Ja. Nee. Das Dumme ist, dieses Video besteht zu 90% aus Insider. Also scheiße. Auf jeden Fall, ich finde beide scheiße. Sie sehen beide scheiße aus. Also Doggy B. Okay. Hast du Insta? Wenn ja, wie heißt du dort? Das kann ich euch jetzt schon mal vorausnehmen, das steht in der Videobeschreibung. Ja, so. Ist so. So. Jetzt hat sie mir eben eine Frage geklaut. Bei wie viel Euro-Fragen sind wir eigentlich gerade? Keine Ahnung. 587.000. Vom Standard reduziert sich das gerade, wir sind bei 25 Euro. Warum? Achso, addiert, ne? Auf die Millionen. Ja, natürlich. So. Die möchte ich von dir aber nachher noch kriegen, ne? Ja, ich gehe dann mal nachher Medi anschaffen, ne? iProx. Hannover gibt's doch bestimmt einen Strich. Ja, recht viele sogar. Wir haben hier so einen Kinderstrich, ey. Ist das schlimm, ey. Ja, den kenn ich. Endermännchen fragt: Magst du Horrorfilme? Den cuten Look musst du mal angucken, aber ich glaube, du kennst ihn, ne? Ich glaube auch. So, magst du Horrorfilme? Sag jetzt bloß nichts Falsches. Ja, natürlich. Warum nicht? So, Legoland fragt: Hey, ich glaube, das ist deine Freundin. Ich glaube auch. Warte. Ja, das ist die. Es gibt nur eine Legoland in meiner. Ja, aber. Warte. Ja, Legoland. Discovery Center. Genau. Bist du wirklich Emo? Nein. So, jetzt wiederholen die sich aber, die Fragen. Aber irgendwo kam noch eine, glaube ich, eine richtig gute. Also bis jetzt kam noch keine gute. Ja. Wohnst du alleine? Nein. Ich wohne noch bei meinen Eltern. Ich meine, ich bin 17. Bist du in real hübsch? Ich glaube schon. Ist das da echt? Ja. Wer hat das geschrieben? Leoland? Nee, Michelle. Michelle 140. Dann hast du vergessen, sie vorzulesen. Ja, Michelle 140 sagt: Bist du in real hübsch? Ich glaube schon. Kuss-Smiley. Ja, dann brauche ich die Frage ja nicht beantworten, ne? Hat sie ja selber schon beantwortet. Ja. Ich meine, ich habe ja selber gesagt, ich selber mag mich nicht, aber wenn ich. Manche Bilder finde ich mich hübsch, ja, geht. Keine Ahnung. Okay. Love7998 fragt: Bist du ein Einzelgänger oder ein Mensch, der gerne von Menschen umgeben ist? Oh. Im echten Leben? Am
aber nicht mit vielen. Also mit vielen kann ich nicht, außer es sind meine besten Freunde. Also am Geburtstag wird das so ablaufen, aber so normal, so bin ich lieber so mit so, aber nicht wirklich Einzelgänger, sondern mit so einer Besten oder so. Weißt du, was ich meine? Hm? Ist bei dir bestimmt auch so, ne? Ja. Oder mit so zwei Besten oder drei Besten, aber keine 537.000, so. Ja. So ab 10 wird schon unübersichtlich, so eigentlich schon ab 6. Ab 6 wird schon echt unübersichtlich, weil ich mag das nicht, wenn auf dem Schulhof die in diesen riesen Kreisen stehen und alle BFS sind. Ah, da sind jetzt A, B, F, F, L und so. Und das bin ich mit Chantal und Jacqueline. Oh. Und Dagi B. Ja. Und Shirin okay. Und, ja. Okay, weiter. Okay. Liz 2705 fragt, hast du Haustiere? Wenn ja, welche? Ja, Mäuse, die laufen hier durch die Bude. Nein, weil ich bin ja auf dem Dorf. Nee, also doch, also, ja, indirekt, ne? Meine Eltern haben Haustiere. Also meine Eltern haben zwei Vögel. Also, das klingt... Deine Eltern haben Vögel, sogar zwei. Nein. Ja, zwei Wellensittiche. Also einer gehört so halb mir und heißt Phantom, weil der ist halt grau-schwarz. Okay. Und ist halt gekommen, also die Geschichte, warum der Phantom heißt, der ist gekommen. Also nein, also den haben meine Eltern besorgt. Also nein, also... Ja, die haben es ihm besorgt, dann ist er gekommen. Ja, okay. Nein, also ich war nicht zu Hause und dann hat sich der Vogel hier eingeschlichen sozusagen. Süß. Ja, ne? Und das heißt der Phantom, weil der wie so ein Phantom einfach da war. So, zack, batsch da. Liz 2705 fragt ebenso Winter oder Sommer? Frühling? Herbst? So, ja, was denn? Ja. Sommer ist mir zu warm und Winter ist mir zu kalt. Also dann von den beiden eher gesagt noch Winter. Okay. Aber da kann man leider so wenig machen, weißt du? So, deshalb sage ich so Frühling, weil da kann man so in Heidepark gehen oder so, was wir auch nochmal zusammen machen müssen. Oh ja, das finde ich gut. Oh ja. Esi 01 fragt, welche Klasse gehst du? Welche Klasse? Welche Klasse gehst du? Voila! So. 10. und danach auch nochmal 10. Wer sich fragt, warum, kann ich mal voll am Poppes lecken. 01 fragt auch, welche Schule gehst du? Ich glaube, sie meint die Schulform. Ja, Gymnasium. Vorher ging ich Realschule, das Jahr davor. Okay, Floxy 12345 fragt, magst du es für YouTube zu drehen? Nein. Nein, für YouTube-Money mache ich alles. Nein, YouTube-Prostitution nennt sich sowas, was Takibi macht. Wollte ich nur mal so angemerkt haben. Nee, also ich mag's, ja, aber sonst würde ich es nicht machen. Okay, Rel 1087 fragt, bist du das letzte Einhorn? Ja. Okay. Aber wie oft kommt die Frage? Weiß ich nicht. Celine 335 fragt, was machst du in deiner Freizeit? Ja, YouTube-Videos machen. Und Langeweile haben und Sarah zu spammen und neuerdings was mit Sarah aufnehmen und dann. Wir müssen auch mal so skypen ohne aufnehmen. Tun wir ja zwischendrin, egal. Ja. Okay, mach weiter. Serai Hashtag 1 fragt, magst du Justin Bieber? Weiter! Okay. Ed Gordon XD fragt, in welchem Bundesland wohnst du? Niedersachsen, das ist ein Bundesland, oder? Ja, Niedersachsen. Lower Saxony. So, das Moment. Das habe ich früher mal voll abgefeiert. Lower Saxony. Gina HDL 123 fragt, wer ist deine liebste Person? Kann ich schlecht beantworten. Ich habe mehrere. Blau und Braun 1 fragt, wie lange spielst du schon MSP? Ich glaube, sie möchte dein Datum wissen. Was? Ich glaube, sie will ein Datum wissen, aber egal. Machen wir es nicht. Ich sag Jahre, ich sag so sie 6. Nee, ja, so 6 kommt hin. Nee, 6 kommt nicht hin. Doch, 6 kommt hin. Keine Ahnung. Okay. Nutella Face 007 fragt, wieso schreibst du mir nicht zurück? Ja, weil ich kann, ne? Ich hab dir aber geschrieben. Irgendwann. Tolles Mädchen, altes MSP fragt, wie oft wurdest du VIP gemacht? Gemacht gar nicht. Ja, was denn? Die Frage war, wie oft wurdest du VIP gemacht? Also von anderen. Okay. Yelgia schreibt, schreib du mir mal. Nein. Wie kamst du zu? Wie sahst du als kleines Kind aus? Fragt Susus Puppenwelt. Ja, war klar, dass sie das fragt. Nein, keine Ahnung, kriegt ihr ein Bild? Richtig hässlich auf jeden Fall. Kriegt ihr sogar ein Bild im Heidepark, wenn ich das hinkriege? Was hast du früher so gemacht als kleines Kind? In Heidepark gefahren. Nein, mit meinem Kumpel gespielt, den ich mittlerweile auch hasse. Wieder. Also es ist genau derselbe, der mit mir auch nach Berlin gefahren ist.
Hast du noch eine Frage an mich, die so voll interessant wäre an YouTube? Schnell. Magst du Bratwurst? Tomatensaft? Schokolade! Wenn ihr der Insider Tomatensaft was sagt, Concrafter? Ich hasse Concrafter, aber das fand ich ganz cool, lustig. Wo die ihn alle gehatet haben und er sich die Hater-Kommentare durchgelesen hat. Ja, nein, also vegane Bratwurst ist geil, aber sonst. VW macht Bratwurst-Produktion Deutschlands oder so. Oh Mann. Okay. Und wir sind stolz darauf, dass sie jetzt sogar vegane im Menü haben. Also wenn ich keine guten Autos bringe, dann müssen die wenigstens Bratwürstchen machen. Wer weiß, vielleicht gibt es von VW später in so 50 Jahren nur noch Bratwürste. Die Currywürste waren das. Oh Mann. Ja, vielleicht gibt's. In so ein paar Jahren. Irgendwas wolltest du fragen. Das war das mit der Bratwurst. Achso. Hast du auf die echt gewartet? Ja, Mann, ich habe jetzt die ganzen Kommentare gewartet, dass doch kommt die Frage, magst du Bratwurst? Also du hast auf jeden Fall schon mal was gewonnen. Boah, geil. Oh, ja. Beste Frage ever, magst du Bratwurst? Ach Quatsch, du hast die oben. Was ist deine liebste Person, Alter? Beste Musik. Hast du das zu Fragen umgewandelt, oder was? Ja, ich habe teilweise Sachen, die man... Wo grammatikalisch so gar nichts ging, die habe ich ein bisschen umgewandelt. So, das liegt in meiner Natur, es tut mir leid. Also hier, die von mir, Hack 1234 war auch gut, was ich an MSP mag und was nicht so, ne? Ja, was ich fand auch die Einhorn-Frage cool, mit dem Einhorn oder Dreihorn. Die fand ich auch cool. Von wem war das? Oh Gott. Also, Mehack, du bekommst auf jeden Fall was, weil die Frage war gut. Einhorn oder Dreihorn, ernsthaft, die wurde ich gestellt. Ja, die habe ich nicht gefragt. War die vor dem Konflikt mit Erika das Model? Unter. Aber die Frage finde ich eigentlich auch ganz gut, ne? Ja. Die ist sehr tiefgründig. Bin ich kurz weg. Dann ist sie schon mal weg, also sie sagt, glaube ich, schon mal Tschüss. Tschüss! Tschö mit Öl, so. Gut. Gut, dann finde ich hier noch die Frage, magst du lieber englische oder deutsche Lieder ganz gut? Ups, es kann auch sein, dass ich jetzt so lange brauche, dass sie wiederkommen. Die Frage finde ich auch ganz gut, wie ich auf meinen MSP-Namen gekommen bin. Es kann sein, dass ich nur, dass jemand anders die Frage schon mal gestellt hat, aber ist mir egal. Auch eine gute Frage, finde ich. Einhörner oder Dreihörner, da haben wir es, genau, du kriegst auch noch was. Dann haben wir 5 Leute von so vielen, die was kriegen. Fünf Leute, so. Und das sind Mihaik 1345, Bebe, X3, Leifer, genau, ich jetzt richtig, ich hab da bestimmt irgendwas, Viroform oder so, keine Ahnung. Muss ich gleich gucken, gucken wir mal. Leifer Music, glaube ich, war das. Ja, Leifer Music, ja, mir wurde nur ein Teil angezeigt und deshalb. Dann kriegt Leifer Music noch was. Music, die kriegt noch was. Casey Anakaba 04 und Türkis 88888. Ihr bekommt was von mir, wenn die Siege oben ist. Ja, ich guck mal schnell noch meine Nachrichten. Ja. So. Hört auf, mich in Gruppen zu fügen, kann ich schon mal sagen. Das sieht schön aus. Sorry. Lies. Status. Also Leute, ihr könnt alle nicht lesen, das ist schon mal meine Frage an euch. Lies doch Status! Ja, das war's mit diesem Video. Das ist die beste Abmoderation der Welt. Na, mache ich jetzt Schleichwerbung für mich und für meine Freundin. Und zwar Mika Chan, sie macht mega geile Filme. Und ja, Unknown World ist eigentlich noch in Bearbeitung, aber ich bin zu faul, das fertig zu machen. Schaut euch meine Filme an. Filme gezeichnet scheint wohl echt beliebt zu sein. 102 der erste Teil und der letzte hat einfach eiskalt 32. Also ich würde sagen, das war's. Ja, ich hoffe, ihr konntet ein bisschen über mich erfahren. Wenn ihr wollt, kann ich irgendwann nochmal einen neuen Teil machen. Aber das nehme ich jetzt als Special, dass ich 150 Abos habe oder keine Ahnung. Seht es als Special an und die MT kommt dann auch noch irgendwann. Und ja, also macht's gut.